چطوری شما؟ هلو. خیلی خوش آمدید. حال شما. هلو. گوتن تاگ. Isfahan nachmittags. Am Eingang des DIGA Kultur- und Kunstinstituts warten Fereshte Merabi und Fahime Arili. Sie sind die guten Seelen des Austausches mit Freiburg, der im Jahr 2000 begann. Eine Treppe hinauf, oben ein kleiner Raum mit Tisch und Stühlen. Es gibt Saft und Gebäck. An den Wänden hängen Kinderzeichnungen vom Martinstor und vom Schwabentor. Unverkennbar, das ist das Freiburg-Zimmer, ein Stück Deutschland im Iran. Ich war schon beim ersten Abkommen zwischen beiden Städten dabei, im Rathaus und dann im Jugendheim, das ich damals geleitet habe. Das erste Projekt war, mit jungen Leuten über die Sonnenenergie zu sprechen und wie man sie hier nutzen kann. Fahime Arili ist eine zurückhaltende, freundliche Frau, die ihr Kopftuch aus Überzeugung trägt. Ebenso überzeugt ist sie vom Austausch mit Freiburg. Freiburg ist bei uns bekannt, denn viele sind dorthin gereist. Später kamen auch Freiburger, die sich vorher nicht getraut haben. Wir kennen viele Menschen in Freiburg. Die Leute erkennen uns auf der Straße und winken. Heute sind im Austausch junge Leute aktiv, Künstler, Frauen, und sie alle lieben Freiburg. Eine deutsch-iranische Städtepartnerschaft, das ist immer auch ein Politikum. Die Stadt Freiburg hat den Austausch auf der offiziellen Ebene eingefroren. Auf der Internetseite freiburg.de heißt es dazu: Seit 2005 ist kein Besuch politischer Repräsentanten aus Freiburg im Iran und in Isfahan erfolgt, als Ausdruck des Protestes gegen die Politik des iranischen Präsidenten. Genauso deutlich heißt es aber weiter unten, dass die Kontakte der Bürger lebendig sind, sozusagen unterhalb der Regimeebene. Fahime Arilis Mann Hassan findet nicht, dass der Austausch unter der Politik leidet. Eigentlich nicht. Die Beziehungen zwischen den Menschen sind keine politischen Beziehungen. Es ist eine Eigenschaft der Menschen, dass sie sich austauschen wollen. Die Regierungen kommen und gehen, aber die Menschen, die bleiben. Wir haben einiges zustande gebracht, sagt Herr Arili. Wir, das ist ein Vierergespann, das Ehepaar Arili, außerdem Mohammed Salavati, der seit den 70er Jahren in Freiburg wohnt, und Fereshte Merabi, die viel über die gegenseitige Wahrnehmung von Iranern und Deutschen nachdenkt. Iraner haben auch nicht das richtige Bild von den Deutschen. Die kennen die Deutschen von der Nazi-Zeit. Die denken, alle Deutsche seien grob oder faschistisch veranlagt. Aber wenn sie nach Deutschland sehen, und die lieben Deutschland auf jeden Fall. Wir haben auch ein positives Bild von den Deutschen, wenn wir zurückkommen. Eine Einschränkung gibt es dennoch. Es ist der psychologische Effekt von Sanktionen und politischer Lage. Für die Isfahan-Reisen melden sich sonst 40 Personen. Jetzt sind es viel weniger, sagt Mohammed Salavati. Nur die letzte Zeit, wo diese Kriegsbedrohungen von Israel oder von Amerika da gab, die Leute haben ein bisschen Angst gehabt, nach Isfahan zu kommen. Von der Theorie der Städtepartnerschaft zur Praxis. Im zweiten Stock des DIGA-Kulturinstitutes warten 10, 15 Isfahaner, die gern erzählen möchten. Drei Musiker, die schon in Freiburg aufgetreten sind, haben sogar ihre Instrumente mitgebracht. Was hat den Musikern an Freiburg gefallen? Die Natur und diese Reinheit, das ist in den Gesprächen oft zu hören. Aber die Musiker denken ebenso gern an ihre persönlichen Erlebnisse. Wir hatten ein Konzert in einem Museum in Freiburg und am nächsten Tag besuchten wir eine Kirche. Da kam ein Mann auf mich zu, umarmte mich und meinte: Du hast wunderbar gespielt gestern. Das war für mich ein sehr schönes Erlebnis. Es folgen Interviews im Minutentakt. Frau Merabi stellt viele Isfahaner vor, die schon in Freiburg waren, die in Deutschland studieren wollen und die ein bisschen Deutsch können. Ich heiße Agin. Wann warst du in Freiburg? Zweimal, letzten Sommer und vor 2 Jahren. Hast du dich in Freiburg gut mit den Leuten verstanden? Ja, sehr gut. Wir finden viele Ähnlichkeiten. Zum Beispiel ich und meine Freunde in Freiburg, wir rekordieren Movies über Isfahan und Freiburg zusammen und es war sehr schön. Nach Agin wartet schon Amir Hossein. Amir Hossein hat bereits große Pläne, und zwar nicht nur für das Studium, sondern gleich für das ganze Leben. Leben will er in Freiburg, aber erst, wenn er in Rente geht. So geht das noch ein Weilchen im Abendsonnenschein vor dem DIGA-Kulturinstitut. Am Ende steht fest, der Austausch lebt und die Isfahaner kennen und mögen Freiburg sehr. Die schönste Geschichte des Tages erzählt Fahime Arili, die gute Seele der Städtepartnerschaft.
Meine Tochter Aya lebte schon in Freiburg und mit der Partnerschaft kam es dann zur ersten Ehe zwischen beiden Städten. Denn meine Tochter heiratete den Deutschen Jakob Müller. Und sie sagt noch einen Satz, einen, der den Geist dieser deutsch-iranischen Städtepartnerschaft besonders treffend in Worte fasst. Freiburg ist für mich ein Fenster, eine Öffnung, die für den Frieden und die Freundschaft zwischen den Menschen steht.